Der Mann zwischen zwei Lebensaltern und zwei Lebensgefährtinnen von Jean de La Fontaine. Eine Produktion von Zyx Hörbuch. Einer in dem unbequemen Alter, wo vom Lebensherz dunkles Haupt du grau dich färbst, dachte dran, ein Weib zu nehmen. Sein Geld sah qua sehr schwer und daher auch manche Frau bemüht, ihm zu gefallen. Doch just darum beeilt sich unser Freund nicht sehr. Gut wählen ist das Wichtigste von allen. Zwei Witwen freuten sich am meisten seiner Gunst, ne junge und ne etwas mehr betagte. Doch die verbesserte durch Kunst, was schon der Zahn der Zeit benagte. Es schwatzt und lacht das Witwenpaar, ist stets bemüht, ihn zu ergetzen, sie kämmen manchmal ihn sogar, um ihm den Kopf zurechtzusetzen. Die Ältere raubt dann stets ihm etwas dunkles Haar, so viel davon noch übrig war, viel gleicher dünkt sie sich dadurch dem alten Schatze. Die Junge zieht mit Fleiß ihm aus das weiße Haar, und beide treiben's so, dass unseres Graukopfs Glatze bald gänzlich kahl, da wird ihm erst sein Standpunkt klar. »Viel Dank, ihr Schönen, euch«, spricht er, »wie gut auch immer ich von euch geschoren bin, hab ich doch davon Gewinn, denn an Heirat denk ich nimmer. Welche ich nehm, stets ging's, wollt ich nicht ewigen Zank, nach ihrem, nicht nach meinem Kopfe. Nen Kahlkopf fasst man nicht beim Schopfe. Für diese Lehre nehmt, ihr Schönen, meinen Dank.«